Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Elder Scrolls Online. Jo, da sind wir wieder. Irgendwie hat er gerade rumgespackt. Irgendwie hat OBS gerade rumgespackt, von wegen hier Aufnahmefahrt hast du nicht gesehen. Da habe ich gedacht, meine Festplatte, meine USB-SSD ist schon wieder abgekackt irgendwie, dass er wieder nicht erkannt wurde. Hatte ich jetzt bisher zweimal, dass die dann irgendwie abgemeldet war, obwohl sie noch da war, aber war kein Zugriff drauf. Wer weiß. So, jetzt sind wir aber online und es läuft. Es ist Musik da, meine Stimme ist da, es läuft. Es reckt. Es erreckt. So, Freunde. Was wollten wir denn jetzt machen hier? Ich würde sagen, wir gehen mal einfach diesen Weg hier weiter. Und wir geben uns erstmal hier zu dem hier hin. Und dann könnten wir hier einen Abstecher machen nach hier oben. Oder machen wir erst hier unten. Naja, wir... ist ja auch viel Sprung. Ja, wir machen erstmal... Wir gehen erstmal diesen Weg hier. Jo! Ich weiß ja nicht, was hat man in der letzten Folge gemacht hier? Das war hier irgendwie. Wir haben gegen die Harpien gekämpft, ne? War das nicht so? Irgendwann war das gewesen. Irgendwas war das gewesen. Jo. So, was gibt Neues beim Buddha? Bei uns ist bald Kurzarbeit angesagt, weil. Wir haben jetzt. Ich sag mal, überwiegend. Also, ich bin in einer Firma beschäftigt, die medizinische Implantate herstellt. Jo, das klingt interessant, ist auch überwiegend interessant. Und da ja die Operationen, ja, ich sag mal, wegen Covid so runtergegangen sind, ist da nicht so viel, ich sag mal, zu holen. Und wir haben jetzt überwiegend auf Lager gebaut, weil sie spekuliert haben. Und jetzt sind wohl die Zahlen, wir hatten im Januar schon eine Versammlung gehabt. Von wegen Kurzarbeit wird nicht ausgeschlossen. Und ja, ich sag mal. Wir konnten uns das auch irgendwo schon denken. Also gibt Leute, die, so wie meiner einer, die dann der Meinung waren, das hätte schon längst im November passieren müssen. Also die, da war auch wenig Arbeit da gewesen, muss man jetzt ehrlich sagen. Und für uns war es schon überfällig. Ist irgendwas hier noch zum Analysieren, ne? Ich konnte es jetzt eh mal analysieren, aber so richtig. Naja. Und nun ist es nur passiert. Es geht in die Kurzarbeit und Kurzarbeit bedeutet 60% des. Boah. Netto oder Brutto, keine Ahnung. Auf jeden Fall nur 60% vom Netto- oder Bruttolohn, wie sie jetzt nicht ganz genau, müsst ihr mal gucken. Müsst ihr euch selber mal informieren. Ich weiß es da jetzt nicht aus dem Kopf. Und die Firma packt nochmal 20 drauf, damit nachher 80 sind. Also unsere Abteilung und nach einer anderen Abteilung haben quasi eine Woche arbeiten und zwei Wochen frei. Der Bruder hat zwei Wochen am Stück frei und dann über ein halbes Jahr geht das und kaum Abzüge und ab dem vierten Monat gibt dann nochmal 10% vom Arbeitsamt oben drauf. Dann bist du bei 90% und dann hast du wirklich kaum Ausgaben und mein Puffer, ich sag mal, ich habe einen ordentlichen Kontopuffer, aber selbst mit dem, was ich an Ausgaben habe und dem, was ich verdiene,
Ich verdiene wirklich nicht viel hier im Osten, kannst du vergessen, gerade bei uns hier in der Provinzstadt hier. Das ist wirklich so ist ein größeres Dorf. Andere würden darüber lächeln. Da verdienst du halt nicht viel. Und na, da gibt nichts zu analysieren. Guck an. Und selbst mit dem bisschen, was ich kriege, komme ich locker über die Runden. Also ich freue mich echt über die Zeit, jetzt die freie Zeit. Und Buddha hat sich schon ordentlich was vorgenommen. Also ich habe mir richtig was vorgenommen. Ich bin gespannt, was ich in diesem halben Jahr denn schaffe. Also ich kann jetzt schon mal vorneweg sagen, Ghost of Tsushima ist fertig aufgenommen. Liegt bei mir fertig auf der Platte. Und das Nachfolgeprojekt wird Uncharted 3 werden. Da habe ich jetzt schon die ersten 7 Folgen aufgenommen. Und da muss ich noch gucken. Die habe ich, glaube ich, noch gar nicht. Die habe ich noch gar nicht gerendert. Doch, die Videos habe ich gerendert, aber den Ton noch nie gemacht. Also, nee, warte mal, wir wollten da lang, ne? Bin ja schon wieder völlig falsch hier. Jetzt war ich völlig durcheinander. Hier muss ich lang. Da! Oder was machst du? Keine Ahnung. Hier muss ich lang. Oh, die sind gefährlich. Freunde, bleibt ruhig. Wir können doch darüber reden. Wer ist er denn? Jo. Und jetzt habe ich denn vor, halt Uncharted durchzuprügeln. Also, Ziel dieser... Achso, wir müssen hier rum hin. Ziel ist es jetzt das da unten noch. Die Frage ist, wie immer hin, wir gucken mal, was die will. Ziel ist es jetzt ein paar Projekte in Rollen zu bringen. Wo ist denn mein... War ja gar nicht da. Okay. Ja, Ziel ist, ein paar Projekte fertig zu kriegen. Ich hatte erst überlegt, ja, was mache ich nach Ghost of Tsushima? Was könnte ich als nächstes machen? Da kam mir dann als erstes den Sinn GTA 5. Ich möchte GTA 5 auf jeden Fall let's playen, weil ich habe GTA 5 immer bis zu einem bestimmten Zeitpunkt gespielt und ich komme einfach irgendwie nicht weiter, weil ständig ist irgendwas Neues. Was man wieder spielen will und hast du nicht gesehen. Und so würde ich mich da erstmal zwingen. Was heißt zwingen? Aber ich würde erstmal mit da, dass ich da durchkomme. Also das war jetzt mein erster Gedanke gewesen. Aber dann habe ich so gedacht, dann so, nee, warum jetzt schon wieder was Neues anfangen, während jetzt, sag ich mal, Projekte noch offen sind. Und da fiel dann halt meine Entscheidung, mit Uncharted weiterzumachen und dann im Anschluss mit dem nächsten Batman-Teil. Und Ziel dieses halben Jahres ist es auf jeden Fall, Uncharted 3 fertig zu machen, Uncharted 4 fertig zu machen, Uncharted Lost, nee, wie hieß das? Mit die Frauen. Keine Ahnung, das Wort nach dem ganzen Uncharted kam. Das fertig zu machen und dann noch Batman Arkham City und Batman Arkham Knight. Das sind jetzt auf jeden Fall erstmal meine großen Ziele. Keine und Menge an Gold ist euer Leben wert. Und jetzt setzt euch erst einmal hin und ruht euch aus, ihr Holzkopf. Und dann natürlich halt hier Elder Scrolls weiter, Star Wars weiter. Und Valhalla weiter, die ihnen so noch mit. Aber jetzt möchte ich auf jeden Fall doch mal so ein bisschen drücken, dass ich da mal ein paar... Ups, Entschuldigung. Ja, ich habe vorhin gegessen. Dass ich da mal ein paar Projekte fertig kriege, dass ich nicht immer so... Ja, dass ich mal auch was in der Hinterhand habe und dann einfach raushauen kann. Dass ich mal wirklich Zeit, so wie sie ist, mal effektiv nutze. Was ich nicht tue. Ich bin ein sehr schlimmer Mensch in der Hinsicht. So, Meram. Wir reden erstmal mit Meram. Keine Sorge, mein Partner kommt schon wieder in Ordnung. Er hat sich nur den Fuß verstaucht, als wir aus dieser verfluchten Ruine rannten.
Morgen wird Bardoon sein gekränkter Stolz mehr schmerzen als diese kleine Verletzung. Sein Stolz und unser leerer Goldbeutel. Wir hätten merken sollen, dass dieser Auftrag viel zu einfach klang. Was für ein Auftrag? Wir wurden geschickt, um Corozo zu finden, der in dieser Ruine sein soll. Seine Mutter hat uns angeheuert. Sie meinte, wir müssten ihren Sohn retten. Irgendwie war sie aber seltsam. Fast so, als würde sie uns etwas vorenthalten. Doch sie hat uns ausreichend Gold geboten, dass wir nicht weiter nachgefragt haben. Vielleicht kann ich helfen. Sicher. Gewissermaßen eine Art Untervertrag. Natürlich für einen Teil des Goldes. Vielleicht habt ihr da drin ja mehr Glück als wir. Zumindest werdet ihr euch nicht mit so vielen Skeletten herumschlagen müssen. Ich werde mich nach umsehen. Corusot. Aber seid bloß vorsichtig da drin. Diese Ruinen können gefährlich sein. Selbst wenn man so erfahren ist wie Bardoon da drüben. Okay, ich brauche mehr Informationen, bevor ich mich in die Ruinen aufmache. Fragen stellen und sich mit der Lage vertraut machen, das gefällt mir. Zeigt, dass ihr ebenso versiert und engagiert seid wie wir. Und schlau noch dazu. Nur zu, stellt eure Fragen. Je schneller wir das hier erledigen, desto früher werden wir alle bezahlt. Was ist das für ein Ort? Die Einheimischen nennen es Tukosos Heiligtum. Man erzählt sich da irgend so eine Guarspucke über einen Ork, der hier schon seit Jahrhunderten lebt. Kein Lich oder Vampir oder sowas in der Art, wisst ihr. Nur ein ganz gewöhnlicher, unsterblicher, auf immer und ewig lebender Ork. Hat man denn jemals solchen Unsinn gehört? Wer seid ihr und wie wurdet ihr in diese ganze Sache verstrickt? Wir sind nur Meram und Bardoon, ein Liebespaar, Geschäftspartner und die besten Kopfgeldjäger westlich von Morrowind. Wir kamen nach Vrodgar und eröffneten unser Geschäft. Kurz darauf hatten wir auch schon unseren ersten zahlenden Kunden, wenn Bardoon sich nur nicht den verdammten Knöchel verletzt hätte. Was ist so wichtig an einem Ork namens Corozot? Nichts Besonderes, soweit ich das beurteilen kann. Abgesehen von dem Gold, das seine Mutter uns bezahlt, um ihn zu finden und nach Hause zurückzubringen. Wenn ich so darüber nachdenke, macht ihn das meiner Meinung nach doppelt zu etwas Besonderem. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich werde gerne bezahlt. Wir suchen den Ork, der seit Jahrhunderten lebt. Sie meint, das klingt total verrückt. Und die Auftraggeberin ist die Mutter? Ernsthaft jetzt? Ist das Buch oben oder unten? Ist da oben irgendwo, oder? Kommen wir denn hier hoch? Ja. Ne, gleich Rinder in diese Höhle. Ich muss jetzt schnell das Buch holen. Wahrscheinlich hier leuchtet. Ja, da leuchtet es doch schon. Rückkehr nach Orsinium. Oh, das ist ein kleiner Schinken. Schwerer Sack. Knoblauch. Sehr gut, Knoblauch. Und wenn wir schon mal hier sind, gucke ich mal, ob wir da. Wieso wählten die ja schon wieder nichts aus? Meisterpets, wenn du liegen geblieben wärst, wäre alles in Ordnung gewesen. So, wir kommen da ja nicht hin, ne? Naja, gut. Pack mal den Stab weg. Ich mag das nicht. Gut, dann werden wir mal runtergehen. Sorry. Ne, warte mal, kommen wir hier so rein? Ach, da. Ach, hier ist der Eingang. Okay. Machen wir noch? Ja, klar. Machen wir noch. Gut. Ja, der Plan. Meine Pläne sind immer. Ja, ich habe mir schon so oft Pläne gemacht. Hin und wieder schaffe ich es ja mal, meine Pläne umzusetzen, aber ach, das ist immer so. Man macht immer so viel Pläne und dann am Ende kommt dabei eine Strauß, wisst ihr, was ich meine? Schlimm. Das ist weilig, ja.
Hier hätte eigentlich eventuell eine Truhe sein können, ist er aber nicht. Und hier sind neue Bücher. Oh, hier sind eine Menge neue Bücher. Und da waren die Leiter. Muss mir den irgendwann mal mal durchlesen. Und eventuell auch mal denn mit einem Guide zu gucken, wo wir denn lang müssen. So, wir gehen erstmal hier lang, wa? Das sind eine Menge neue Bücher, Alter. Und Igor freut sich. So. Tagebuch, Teil 1. Das werde ich euch jetzt noch zeigen. Magst du irgendwie Bücher zu sammeln, zu suchen, zu machen und zu tun? Irgendwie. Finde ich sowas cool. Sehr gut. Sind hier noch irgendwo Bücher? Ne, ja. Jo. Naja, Corona wird uns noch eine Weile verfolgen, würde ich sagen. Ah, die haben heute schon wieder von irgendwelchen Lockerungen geredet. Alter, das ist doch noch nicht mal. Alter, die Leute, die sind so ungeduldig und wollen raus. Und ich meine, man kann verstehen, aber trotzdem, Alter, nun mach doch mal hier keine Wiese. Vorwärts! Okay, den haben wir irgendwo noch was zu sehen, nee. Das war's? Der war doch bloß 30. Warum ist ein 30.000er? Doch ein bisschen enttäuschend. Oh, das ist ein Bücherregal, ich kann nicht anders. Ich will ja nichts verpassen. Wir haben nichts verpasst. Immer doch hier in die Richtung, wa? Weil das jetzt ja doch näher ist an dem, an der Aufgabe, die wir haben. Nicht mehr so viel rennen hier. Und hier ist ja noch einer. Alter, die waren ineinander. Ist der einer durchgerannt?
So. Irgendwas mit Nekromantie. Dein Vater. Du bist tot. Sind noch Dinge, sagte er und sprang hinunter. Oh, haben wir denn da gekriegt? Okay, der lässt uns in Ruhe. Da haben wir doch noch ein neues Buch. Alter, wo kommen die denn alle her? Genau da hinten gucken. Nicht, dass wir da noch was übersehen. Euch vom Acker, ihr Lumpen hier. Er ist nur so ein Steinbruch hier, wa? Jo. Gut, dann würde ich sagen, wieder raus hier. Gucken wir mal, wo wir hier rauskommen. Da hinten ist ein Ausgang. Da werden wir mal durchgehen. Ist da irgendwo noch ein Buch, was da leuchtet? Tagebuch. So, die fallen alle um. Oha. Ich dachte, hier ist noch einer, aber ist dem nicht so. Kommen wir hier wieder raus? Oh, Alter, hab ich mich verjagt gerade. Junge, wartet gerade laut. Boah, sag mal, ich glaub's hackt. Warte mal, hier ist doch noch ein... Hier ist noch ein... eine Himmelsscherbe. Kommen wir da hin? Ja, da kommen wir doch noch hin. Sehr gut. Ich weiß nicht, was die hier gerade gemacht haben, aber... bestimmt eine Stubenfreiheit. Sehr gut. Oh, guck mal, was wir hier noch haben. Hier sind noch Bücherregale. Und hier ist noch ein bestimmtes Tagebuch. Immerhin stand da ja vorhin Teil 1. Jo. So. Sehr gut. Ein kurzes Büchlein, aber immerhin. Naja, hat nichts gebracht, aber ist egal, ist egal. Hätte ja was bringen können, wisst ihr? So kann ich mir nicht vorwerfen, dass ich hier was übersehen habe. Wahrscheinlich habe ich auch irgendwas übersehen, aber... Naja,
Habe ich dann halt übersehen. Gut. Wenn wir mal wieder rauswatschen hier. Flinken Fußes. Sind wir hier noch? Waren wir hier schon? Nee, hier waren wir noch nicht. Wir sind in der Richtung lang gelaufen. Aber wir haben jetzt hier schon alles eingesammelt. Das hier von der Formation. So, heute ist Freitag und ich bin nur noch ein bisschen bräsig im Hirn. Und morgen wollte ich dann weiter Elder Scrolls aufnehmen und Star Wars, damit ich da wieder ein bisschen im Vorlauf bin. Star Wars wollte ich sowieso mal gucken, ob ich denn... Bin ich schon durch in Narshada? Weiß ich jetzt ja nicht. Da muss ich mal gucken. Ah, ein bisschen Kopfschmerzen, Heike. Aber gut. Wird schon werden. So, nehmen wir die Aufgabe ab. Schön zu sehen, dass ihr da wieder rausgekommen seid, ohne euch den Fuß umzuknicken oder so. Doch ich sehe den Gegenstand unseres Kontrakts nicht. Ich nehme an, ihr konntet Corusot nicht finden? Corusot ist tot. Tot? Ich schätze, das sollte keine Überraschung sein. Doch als ich mit seiner Mutter sprach, hatte ich doch sehr den Eindruck, er wäre nicht wirklich in Gefahr. Es war fast so, als hätte sie erwartet, dass er dort in Sicherheit ist. Sie wollte nur von uns, dass wir ihn nach Hause bringen. Ich schätze, damit endet der Kontrakt. Ihr habt recht, aber das wird so nicht gehen. Sie wird uns nicht bezahlen, wenn wir sagen, dass sie ihren Sohn verloren hat. Insbesondere dann, wenn wir ihr nicht irgendeinen Beweis dafür präsentieren, dass wir ihn tatsächlich gefunden haben. Was für eine Verschwendung unserer Zeit und unserer Mühe. Corusot trug dieses Amulett. Zeig das mal her. Interessant. Es sind die Namen Corusot und Tukusot eingraviert. Nun, das könnte doch etwas wert sein. Insbesondere mit der Legende und so. Ich gebe euch wie besprochen das Gold und ihr gebt uns das Amulett. Klingt das gut? Na, ich werde drüber nachdenken. Was soll daran besonders sein? Es ist nur ein wertloses Kleinod, bis ihr einen Käufer dafür findet. Wir übernehmen die Lauferei und machen einen kleinen Profit, während ihr hier gleich an Ort und Stelle bezahlt werdet. So haben alle etwas davon. Es hat wohl keinen Sinn, es Corusots Mutter zu geben, oder? Wo ist denn die Mutter? Das ist die nächste Frage. Hier hinten irgendwo. Wir geben es der Mutter zurück, nicht den. So viel steht schon mal fest, ne, Freunde? So, ich würde auf jeden Fall sagen, wir zotteln mal jetzt hier hoch. Und dann werde ich mal gucken, ob wir da jetzt da zu dem Aussichtspunkt kommen. Ich habe schon wieder irgendwas im Hals. Halsmaul. Das ist ein ordentlicher Schiffsfriedhof hier, Freunde. Gut, was haben wir da hinten noch? Da haben wir... Na, ich glaube, wir müssen mal hier lang, oder? Galoppeln wir jetzt noch hin. Oh, hier sind Gegner. Warte mal, hier ist irgendwo. Gott, der ist da unten irgendwo. Oh, verdammt, der hätte nur darüber gemusst. Ich will jetzt aber erstmal hier hoch. Ist das hier?
Hast nämlich auch ein Steinchen. Müssen wir hier hin? Altes Ausinium. Ich guck nur mal. Ich will hier drinnen ja nichts machen. Das ist ja nicht mein Anliegen. Ich will aber gucken, wie es hier aussieht hier drinnen. Ob wir hier irgendwie... Nee, hier ist aber auch nichts. Nee. Wo soll denn hier jetzt so was sein? Hier so ein altes komisches... Komischer Stein. In die Himmelsscherbe heißen die Dinger. Tiefer, das ist da. Und das andere? Geh mal hier dran vorbei. Hier kommen wir nicht lang. Was liegt denn hier? Aber hier ist doch nichts, oder? Ihr seht doch, dass das hier nichts ist. Oder bin ich einfach wieder zu blöde? Oder du bist zu blöde? Ja, das ist ja nicht neu, ne? Guck mal, wenn ich jetzt hier hochkomme, dann verschwindet das hier. Hier ist aber nichts mehr, außer der Eingang zum Verlies. Wir kommen auch hier nicht hoch, oder? Kommen wir hier vielleicht doch hoch? Guck mal, da komm ich gar nicht hoch. Du kommst hier nicht hoch. Du kommst hier nicht rein. Na gut, dann wird denn diese Himmelsscherbe nicht unsere sein. Und ja, kann ich auch nicht ändern. Das war gut. Runtergeglitten. Gut, Freunde der Sonne. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle erstmal Schluss und dann sehen wir uns hier in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haltet die Ohren steif und tschüss.